Herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Ja, wir sind hier beim Immopreneur-Kongress in Darmstadt und es ist schon relativ spät. Jetzt haben wir es noch geschafft, ja, zusammenzukommen. Genau, endlich. Endlich, ja. Und das Besondere an diesem Tag ist, jeder dieser ungefähr 600 Besucher hat hier dieses Buch mitbekommen, ne? Genau. In den Kongressunterlagen. Und das ist das neue Buch von Philipp Scharf. Ja, erstmal hallo. Hallo. Ja. Und genau, man sieht ihn hier. Es ist ein recht umfangreiches Buch. Es geht um erfolgreiche Immobilienstrategien für Privatinvestoren. Ja, und jetzt wollte ich natürlich gerne mal fragen, was hat das damit auf sich? Warum hat das jetzt jeder geschenkt bekommen? Und was können wir von diesem Buch erwarten? Jawohl, genau. Also ich bin seit 11 Jahren Unternehmer und bin jetzt eben auch im Immobilienbereich tätig als Investor und mit einer meiner Firmen im Bereich Finanzierungsvermittlung für Immobilieninvestoren. Und viele kennen mich vielleicht aus den verschiedenen Immobilien-Facebook-Gruppen, wo ich viel unterwegs bin. Und ich habe jetzt mal das ganze Wissen und die Fragestellungen, die ich so von meinen Kunden bekomme, zusammengeschrieben. Und die Idee bei dem Buch war, anzusetzen auf den bestehenden Büchern, die es gibt. Es gibt ja sehr gute Bücher, wie zum Beispiel vom Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien. Und da diese ganzen Anfängerbücher, die es am Markt gibt, da nochmal aufzusetzen und zu sagen, was brauchen wir denn jetzt noch für spezielles Wissen in die Tiefe rein, für Objektaufwertung, Objekteinkauf, für eine Steuerausrichtung mit GmbH und Holdingstruktur und wie kann man das verknüpfen mit Investments vielleicht in eine Hausverwaltung oder ein anderes Unternehmen, Handwerksunternehmen zum Beispiel, wie kann man in Immobilieninvestments und Unternehmertum verknüpfen und was gibt es zu beachten bei Finanzierung von den ganzen Themen und daraus ist jetzt dieses knapp über 370 Seiten starke Werk entstanden, das dünn beschrieben ist, genau. Ja, also was war denn deine Motivation, jetzt dieses Buch zu schreiben? Du hast ja selber gesagt, es gibt schon einige Bücher und du wolltest noch mehr in die Tiefe gehen. Genau, genau, weil ich eben festgestellt habe, das Wissen, das noch notwendig ist, um es wirklich, um Fehler zu vermeiden einfach und professionell am Markt zu agieren und wirklich ein Portfolio aufzubauen, da braucht man noch mehr Substanz dran und muss noch mehr damit befassen. Und genau diese Fragestellungen, die da auftauchen, habe ich da eben abgearbeitet als Ergänzung zu einem Seminar, das man bei einem der ganzen Kollegen zum Beispiel besuchen kann. Ja. Und um nochmal wirklich was zum Nachlesen zu haben und sich intensiv damit zu befassen. Denn nur wer wirklich gutes Know-how hat, kann erfolgreich am Markt werden. Denn der ist die letzten Jahre sicherlich schwieriger geworden und umkämpfter. Und, aber es funktioniert nach wie vor, wenn man richtige Strategien anwendet und mal über den Tellerrand rausblickt und sich umschaut. Ja. Sag uns nochmal so zwei Punkte, die wir jetzt hier besonders aus diesem Buch lernen. Ja, ja. Also zum einen ist es die Frage, wie finanziere ich? Sind 10 Jahre Festzinsschreibung da das richtige Mittel? Wie kann ich einen Bestand nachbeleihen und dadurch langfristig wachsen? Weil Finanzierung ist ein essentielles Thema, um mit Immobilien zu wachsen. Und das andere Thema ist, wie wähle ich die Objekte richtig aus und dann die Aufwertung der Objekte. Denn ich brauche zwei Kriterien, um langfristig finanzierbar zu sein. Ich muss einmal mein Verschuldungsgrad niedrig halten und das schaffe ich eben, entweder ich verdiene Schweinegeld oder ich kaufe mit Einkaufsgewinn ein, werte auf und schaffe es dadurch, die Verschuldung niedrig zu halten, denn allein durch 2-3% Tilgung kriege ich das niemals hin in der Geschwindigkeit, wie Immobilien nachgekauft werden und dann brauche ich auch wieder das Eigenkapital, das ich auch nur so generieren kann, indem ich Zusatzsicherheiten beschaffe aus dem bestehenden Portfolio heraus, weil ich auch durch das Einkommen heraus kann man niemals so viel Eigenkapital anschaffen, wie man wieder Neues braucht, um neue Objekte, neue Deals anzuschucken, denn man kann nicht jedes Objekt mit 110% finanzieren. Ja. Dazu ist es eben wichtig, genau zu wissen, wie gehe ich professionell mit Immobilieninvestments um. Okay, ja, man sagt ja immer, okay, der hat jetzt ein Buch über Immobilien geschrieben, aber
Erzähl uns mal kurz, was machst du privat? Bist du auch privater Immobilieninvestor oder hast du Immobilien in einer GmbH zum Beispiel gekauft, dass wir noch ein bisschen Background wissen? Ja, Background Wissen. Ich bin seit 11 Jahren Unternehmer, habe dort 3 Kapitalgesellschaften, eine Personengesellschaft und mache da verschiedene Themen, auch mit Holdingstruktur. Ich komme ursprünglich aus dem Online-Druckbereich raus, habe letztes Jahr zum Beispiel einen Verlag gekauft. Eins der Kapitel in dem Buch wird auch sein, wie kann ich kleine Unternehmen kaufen, anstatt Startups zu gründen, wie kann man das finanzieren und sich quasi ins gemachte Nest zu setzen, anstatt alles von alleine aufbauen zu müssen. Und wie kann man das dann verknüpfen mit Immobilieninvestments? Im Moment habe ich selber ein Objekt, das ist ein Dreifamilienhaus, das ich kernsaniere. Da sollte durch den günstigen Einkauf und die Aufwertungen Gewinn von etwa 400.000 Euro entstehen, dann auf 10-Jahres-Frisch zu sehen. Und das zweite Objekt, das ich habe, ist ein Bauplatz. Da projektiere ich ein Doppelhaus. Diesen Bauplatz habe ich sehr günstig bekommen, weil das als nicht als Bauland verkauft wurde, aber schon längst war zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe. Wie kann man solche Deals rausfinden? Wo kann man die finden? Auch so Nischenthemen. Und daraus generiere ich Eigenkapital, um weiter zu investieren. Ansonsten ist mein Schwerpunkt eben auch auf über Unternehmenskäufe, so wie das mit dem Verlag zum Beispiel letztes Jahr war. Den habe ich im Prinzip mit fast 0 Euro Eigenkapital anbezahlt und bringt mir weitere 50.000 Euro Cashflow im Jahr. Und also Unternehmen sind doch mal genauso interessant und als Ergänzung zu Immobilien speziell auch nochmal. Ja, okay. Also das ist, denke ich, eine interessante Sache und ich habe auch reingeschaut, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ja, aber was ich gesehen habe, ist wirklich, dass da mal auch fundiert in die Tiefe gegangen wird, wo man bei manchen Büchern doch mehr nur so das Mindset mitbekommt, ne? So den Einstieg, aber noch nichts Richtiges an Handlungsalternativen oder Fakten, wie man dann vorgehen kann. Also ein Einsteigerbuch ist es definitiv nicht. Ja. Dazu fehlt einfach das Grundlagen-Know-how von Immobilien, wie kalkuliere ich Investments und so weiter. Ja. Die Themen sind überhaupt gar nicht besprochen. Genau. Ich brauche also muss davor andere Bücher gelesen haben, dann komme ich mit dem Buch sehr gut weiter. Ja. Ja. Genau, und das ist auch mal wichtig zu sagen. Ja, genau. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wer da nähere Informationen haben möchte, ja, oder sich das Buch sichern möchte, da haben wir gerade noch, habt ihr eine Aktion? Genau, wir haben eine Aktion für Wirtschaftsverstehen, für den Kanal gibt es den Gutscheincode Verstehen, dann gibt es versandkostenfreie Lieferung und da kann man einfach auf den Link unter dem Video draufklicken und sich da auch das Inhaltsverzeichnis nochmal anschauen. Ja. Das Buch gibt es fast geschenkt. Schon. Genau. Umfangreich, ja. Genau. Also Preis sind 5,99, Versandkosten sind frei mit dem Gutscheincode Verstehen. Genau. Ich schreibe das alles unter das Video, ne? Und wer da auch näheren Kontakt noch zu dir haben möchte, auch alles mit hier drunter. Genau. Ja. Und denke, das soll ein kleiner Einstieg gewesen sein. Ja, dann bedanke ich mich. Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao. Tschüss.